Und, habt ihr schon irgendwelche Pläne für Harrys Geburtstag? Ja, wir dachten an eine Schlammgruben-Wiedergeburt mit einem Babytrommelkreis. Also das Übliche. Hey, wisst ihr, was lustig ist? Ich meine, es ist etwas einfallslos, aber meine Eltern haben immer einen Clown engagiert. Oh. Ein Clown ist eine herzlose Herausstellung von unglücklichen Verwachsungen. Und der Schmerz dieser Situation wird übertüncht von einem schrecklichen, aufgemalten Lächeln. Oh, nein, die Idee war wohl nicht so gut. Und wann ist die Party? Samstag. Samstag in einer Woche. Das ist doch dann aber trotzdem ein Samstag. Oh nein, dann wird Greg leider nicht dabei sein. Oh, er und sein Vater mein gehen. Auge! Dame, ich hab was in meinem Auge! Hier, Hilfe! Kaum zu glauben, dass er schon ein Jahr wird. Irgendwas muss der Bursche richtig machen, denn er sieht sehr viel jünger aus. Dama, ich glaube, wir sollten ihm nichts vom Angeln sagen. Was ist denn mit deinem Auge? Ich habe mit dem Finger reingestochen, als ich sagte, mein Auge. Wieso sagen wir nicht einfach zu Abby, dass ich mit meinem Vater eine Geschäftsreise mache? Wieso? Weil wir Hochseeangeln gehen und wir töten Fische. Denkst du nicht, dass das für Abby ein Problem ist? Nein, Indianer angeln, Bären töten Fische. Ich bin sicher, dass sie das verstehen wird. Ja, aber wieso das Risiko eingehen? Lass uns was erfinden. Schatz, ich habe noch nie zuvor meine Eltern belogen und ich werde jetzt auch nicht damit anfangen. Ist denn alles okay? Ja, Abby. Der Grund, wieso Greg nächsten Samstag nicht kann, ist, weil er mit seinem Vater zusammen zum Hochseeangeln geht. Hochseeangeln? Mhm. Oh, du meinst, du ziehst wunderschöne, völlig hilflose Wesen aus ihrer Umgebung mit Angelhaken? Ach, und wenn sie dann zappeln und diese furchterfüllten Fischaugen sehen dich an und fragen, wieso? Wieso? Oh, Larry! Wolltest du nicht was von den Indianern sagen? Wow. Eine Stange Sargnägel, eine Sprühdose Haarspray und ein Kuchen mit Zuckerguss. Das heißt, Barbie Finkelstein kommt oder du bist all deinen guten Vorsätzen untreu geworden? Deine Großmutter kommt zu Harrys Geburtstag. Aha. Sie hat uns gestern diese freudige Mitteilung gemacht. Abby, wo ist denn das flauschige Toilettenpapier? Du weißt doch, Mom will flauschiges Toilettenpapier. Ja, es tut mir leid, Larry. Ich kauf noch welches. Ich vergesse immer, dass deine Mutter eine so empfindliche Person ist. Und der Gebissreiniger ist auch nicht der richtige. Sie braucht den für Raucher. Okay, ich muss sowieso noch was besorgen. Und zwar das Abführmittel hier. Das wirkt sehr schnell und schmeckt auch gut. Abby, lass dich nicht stressen. Oh, ja. Na schön. Oh. Naja, bestimmt ist das nicht der beste Moment, um darüber zu reden, aber... Was? Ich finde, wir sollten reden, und zwar über Greg. Oh ja. Es tut mir leid, Schätzchen. Tut mir leid, dass ich so böse auf ihn gewesen bin. Ist schon okay. Aber das, was er da tut, ist so eine furchtbare Sache, weißt du? Ich habe die ganze Nacht an nichts anderes denken können, als an diese armen, schutzlosen Fische. Ich weiß, die Angelhaken, die Zappelei, ja. Ich weiß. Oh. Aber, Abby, du weißt doch, Greg ist ein guter Kerl. Ja. Er ist nur einfach etwas anders als wir. Weißt du, das sind die Traditionen seines Stammes, verstehst du? Ja. Er geht angeln, er spielt den Paintball-Soldaten, er spielt Golf im Golfclub. Warte, er spielt Paintball und schießt auf andere? Nicht sehr oft, selten. Er ist doch nicht sehr gut, er rennt nur vor den anderen weg. Nein, Dama, er spielt also mit Gewalt, weil es Spaß macht? Ach, das darf doch nicht wahr sein. Weißt du, Schätzchen, ich habe nie irgendetwas gesagt. Über das, was Greg tut. Seinen Job, die Lederschuhe, die er trägt. Aber mal ehrlich. Sieh doch, was er dir antut, Schatz. Er lockt dich in seine Welt, der Kreditkarten und Lammeintöpfe. Weißt du, ich habe neulich zufällig gesehen, wie er die Tür für dich aufgehalten hat. Ich meine, ist denn das wirklich der Mann, mit dem du Kinder bekommen möchtest? Tut mir leid. Aber erwartest du, dass ich meinen Mann verlasse, weil er angeln will? Die anderen Dinge kann ich übersehen, Dame, aber jetzt klebt Blut an seinen Händen. Es ist Fischblut. Was du entscheidest, ist natürlich ganz allein deine Sache, aber... Ich will ihn nicht mehr in diesem Haus. Indianer angeln auch!
Edward, was ist? Soll Celia die Sportuhr und deine Sonnenbrille einpacken oder sollen wir die Sachen der Einfachheit halber gleich ins Meer werfen? Du wirst mir fehlen. Ich weiß. Hey, Dad, ich will auf jeden Fall mein Sportmodell mitnehmen mit der 40-Pfund-Schnur. Ja, nimm du deine 40-Pfund-Schnur, ich nehme meinen 100%igen Scotch. Achte darauf, dass er die Flasche vorsichtig einpackt. Er soll lieber Whisky trinken statt Bier. Hier sind sie. Hallo. Hey. Hallo, Dame. Mrs. Montgomery, da ist dein Anruf für Sie. Oh, danke schön, Celia. Edward, ich hatte es fast vergessen. Ich habe dir eine Angelweste gekauft. Sie war sehr teuer. Und ich will, dass du sie anprobierst. Und pass auf, dass sie nicht nass wird. Und? Wie lief's mit Abby? Nicht schlecht. Grandma kommt uns besuchen. Sie will dich nie wieder in ihrem Haus und sie findet, dass ich dich verlassen sollte. Aber das überlässt sie mir. Aber ich gehe doch nur Hochseeangeln. Was soll denn dieses Theater? Naja, ich glaube, dass Abby etwas gereizt ist durch den Besuch von Bobby. Tja, wahrscheinlich. Ja. Weißt du, was, glaube ich, helfen würde, damit alles wieder so wird wie vorher? Was? Geh einfach nicht angeln. Hör zu. Dad und ich freuen uns auf diese Reise. Wir waren jetzt 2 Jahre nicht angeln. Und das ist das Einzige, was wir beide wirklich zusammen machen. Naja, okay. Wenn du mit deinem Vater allein sein willst auf einem Boot, ist das gut. Aber ihr müsst ja nicht angeln. Tut so, als wärt ihr beide Piraten. Oder Cousteau mit seinem Sohn auf der Calypso. Oder seht euch Wale an. Es macht Spaß, sich Wale anzusehen. Dama, ich bin sicher, dass Abby das irgendwann vergessen wird. Abgesehen davon, wenn wir uns jetzt Wale ansehen, dann will meine Mutter auch mitkommen. Was? Ich hab ihr nur was erklärt, Dad. Mach das nie wieder, sonst krieg ich noch ein Herz, Kasper. Hey, Lowry, hast du eine Minute? Natürlich, Püppchen. Ich mach nichts Besonderes. Gehst du mal bitte an den Werkzeugkasten und gibst mir das Knoblauchsalz? Klar. Was ist denn los? Naja, wie du weißt, wird Greg morgen zum Angeln fahren. Ja, ich weiß. Das wird bestimmt Spaß machen. Ja, schon. Aber Abby hat ein Riesenproblem damit. Ja, allerdings. Ich weiß nicht, was ich tun soll, Larry. Ich meine, die Sache ist echt ernst für sie. Sie übermalt ihn gerade auf dem Wandbild im Badezimmer. Ich weiß. Aber noch hat sie ihn nicht rausgesägt aus unserem Totempfahl. Wird sie das Ganze je vergessen können? Natürlich wird sie das. Abby ist sehr verständnisvoll. Weißt du, früher hatte sie große Probleme mit meiner Mutter. Aber jetzt darf Bobby uns besuchen. Sie darf 3 Tage lang bleiben. Und sie darf sogar Fleisch essen. Das heißt, solange sie es nicht im Haus ist. Oh, verdammt. Der Wecker hat nicht geklingelt. Weil ich ihn abgestellt habe. Weil ich nicht will, dass du zum Angeln gehst. Wie hast du das geschafft, ohne dass ich aufgewacht bin? Die Tatsache, dass du schnarchst, erleichtert die Sache. Das ist mein Dad. Offensichtlich bist du nicht zum ersten Mal im Bett festgeklebt worden. Dama, ich werde jetzt angeln gehen. Na gut, aber lass mich dir vorher etwas vorlesen. Die Angler mit ihren leergeschossenen Angelruten fahren nach Hause. Die Fische, leblos und blutend, sind aufs Wagendach geschnallt. Die Jungen sind jetzt ohne Mütter, die sie säugen können. Hier geht es doch um Rehe. Du hast Reh ausgestrichen und Fisch hingeschrieben. Ich konnte nichts übers Angeln finden, aber es ist doch so ziemlich das Gleiche. Ich muss jetzt los. Ich rufe dich heute Abend an. Du wirst nicht gehen! Du wirst nicht gehen! Ist das etwa eine Sardelle? Werde ich jetzt mit Sardellen beworfen? Das sind Sardinen! Dama, du weißt doch, dass du dich völlig lächerlich verhältst. Natürlich weiß ich, dass ich mich lächerlich verhalte, aber ich möchte einfach dafür sorgen, dass mein Mann und meine Mutter sich wieder im selben Zimmer aufhalten können. Verstehst du das? Oh, bitte, Greg, du kannst doch aufs Angeln verzichten. Du weißt, ich war derjenige, der deiner Mutter nichts davon erzählen wollte. Ja, ich weiß, ja. Okay, hör zu. Ich darf dir das eigentlich auf keinen Fall erzählen, aber die Wahrheit ist, mein Vater und ich gehen gar nicht Hochseeangeln, verstehst du? Was soll das bedeuten, ihr geht gar nicht Hochseeangeln? Wir fahren woanders hin. Wo fahrt ihr denn hin? Das kann ich dir nicht sagen. Das habe ich meinem Vater versprochen und ich darf dieses Versprechen nicht brechen. Aber ich kann es dir versichern und das kannst du auch deiner Mutter sagen. Ich gehe wirklich nicht angeln. Du musst mir einfach nur vertrauen. Vertraust du mir? Natürlich vertraue ich dir. Jetzt sag mir, wo du hinfährst. Ich liebe dich.
Wenn du nicht zurück bist in 7 Jahren, dann werde ich einen anderen heiraten. Wie wär's denn mit etwas Dessert, hm? Vielleicht Crème Brûlée oder Tiramisu, vielleicht noch ein Steak, hm? Vergiss nicht, du bist von mir eingeladen. Oh, nein, nein, nein. Ich bin voll wie eine Wanze. Ah. Ich kann mir was für zu Hause einpacken lassen. Sehr gut. Also, Greg sagt dir so ziemlich alles, was in seinem Leben vorgeht. Habe ich recht? Ach so. Hör zu, Dama. Wenn du Unterhöschen in seinem Wagen gefunden hast, die gehören mir. Pete, ich will doch nur wissen, wo er dieses Wochenende hinfährt. Das hat er dir nicht erzählt? Nein. Hör zu, Dama. Greg ist mein bester Freund. Ich fühle mich nicht wohl, wenn du mich hier so ausquetscht über ihn. Na schön, wie du willst. Entschuldige. Getrennte Rechnungen, bitte. Nein, das kannst du ruhig. Ich meine ja nur, dass ich mich nicht wohlfühle. Na schön. Du hast das nicht von mir gehört. Aber alle paar Jahre fahren Greg und sein Dad... Ja? Fahren sie zum Hochseeangeln. Nein, das tun sie nicht, Pete. Das ist nur eine Tarnung für das, was sie wirklich tun. Oh, gut. Ich dachte schon, ich würde ihn irgendwie verpfeifen. Oh, nicht so schnell mit dem Käsekuchen. Die Hutschachtel da sieht verlockend aus, ja. Ja. Kitty? Oh, hallo, Celia. Mrs. Dharma, was machst du denn hier? Ich wollte mit Kitty reden. Ist sie hier? Nein, ich sehe sie nicht. Und du siehst mich nicht. Mach's gut. Und letztes Jahr haben Celia und ich den Pool umbauen lassen. Alles neu gefliest. Hallo, Miguel. Wir haben uns ja ewig nicht gesehen. Komm, Esther. Ah, bien, gracias. Das sind unsere Freunde, die Guzmans. Hallo. Hallo. Das ist unsere Nachbarin Dharma. Sie sucht ihren Hund, aber er ist nicht hier. Wir werden ihr Bescheid sagen, wenn wir ihn sehen. Sie wohl. Celia? Miguel, wieso zeigst du jetzt nicht unseren Gästen deinen neuen Zigarrenschrank im Salon? Im Salon? Der dunkle Raum mit der Holztäfelung. Ah, sie. Celia, was ist denn hier los? Wo ist Kitty? Das darf ich dir nicht sagen. Celia, ich will doch nur wissen, wo Greg wirklich ist. Und wenn ich mit Kitty reden kann, dann werde ich das irgendwie herauskriegen. Mrs. Montgomery weiß von all dem nichts und sie darf es auch nie erfahren. Was meinst du damit? Also, die Sache ist so. Die Männer sagen, dass sie zum Angeln gehen. Aber in Wirklichkeit fahren sie nach Las Vegas zu den Nachos. Die sind in Vegas? Ja. Und Mrs. Montgomery nutzt die Zeit inzwischen und lässt sich etwas verschönern. Diesmal ist ihr Po dran. Wirklich? Ja, aber wenn Mrs. Montgomery wüsste, dass sie in Vegas sind, zu diesen Boom-Boom-Boom-Shows, wäre das bestimmt ein Problem. Und das wär's für die beiden, das wär's für sie. Und Miguel und ich hätten keinen Urlaub zu Hause mehr. Hey, mi amor, ich hab's vergessen, seit dem Umbau hier. Wo ist denn der Salon, oben oder ist der unten? Momentito, mi amor. Ich hoffe wirklich, dass du verstehst, was ich sage. Ja, ich verspreche, dass ich dafür sorge, dass der Hund nicht mehr wegläuft. Es war nett, sie kennenzulernen. Celia und Miguel sind wirklich sehr nette Nachbarn. Wir waren froh, dass sie das Haus gekauft haben von den Montgomerys. Die waren solche Snobs, nicht wahr, Celia? Ja gut, das reicht jetzt, leb wohl. Hey, Larry. Tu mir einen Gefallen. Setz dich auf die Couch und sieh, ob Flusen an deinen Sachen kleben. Deine Barbie hasst das. Ich hab die Couch schon entflust, Larry. Ich weiß, Schätzchen, sie sieht sehr gut aus. Setz dich hin. Hör zu, ich will dich was fragen. Stell dir vor, Greg geht gar nicht zum Angeln. Oh, das sind ja gute Nachrichten. Du, wie würde Abby wohl reagieren, wenn sie wüsste, dass er in Vegas ist, um Nacktshows zu sehen? Wow, das könnte schwierig werden. Ja. Sie könnte sagen, dass es dabei um die Ausbeutung der weiblichen Körper durch Männer geht. Oder sie könnte sagen, dass Frauen durch solche Shows Kontrolle über ihre eigene Sexualität bekommen. Richtig. Also, was denkst du, was sie sagen würde? Keine Ahnung. Aber was sie auch sagt, sie wird auf jeden Fall ihren Standpunkt vertreten. Danke, Larry. Mann, da fahren die zwei also nach Vegas und laden mich nicht ein. Ich dachte, wir wären Freunde. Ich werde sie fragen, wenn sie zurückkommen. Nein, 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 nein. Tu das nicht. Weißt du, es ist nur das Edward. Edward und Greg ist das etwas peinlich, was sie da in Vegas tun. Stripper.
Was ist denn Besonderes an Strippern? Naja, weißt du, das sind keine gewöhnlichen Stripper. Nein, Edward hat einen Fetisch. Was für ein Fetisch? Edward steht auf dicke Frauen. Was? Ja, dick und slawisch und... verstehst du? Mit einem Oberlippenbart. Oh, Vegas hat sich verändert. Ich bin fertig in der Küche, Larry. Wenn du alles noch mal kontrollieren willst... Oh, Schätzchen, ich finde, es sieht hier ganz toll aus. Oh. Ma wird es gefallen. Ich guck trotzdem mal nach. Hey, Abby, gute Neuigkeiten. Ich habe erfahren, Greg geht gar nicht zum Angeln. Nein? Nein, das ist nur eine Ausrede, die sie Kitty gegenüber benutzen. Oh. Ja, in Wirklichkeit fährt er mit Edward nämlich nach Las Vegas. Oh, Vegas? Wieso um alles in der Welt fahren die zwei denn nach Las Vegas? Sie fahren dorthin wegen der... der Ärzte. Oh. Der arme Edward. Es ist ein Spezialist. Oh. Wieso sagt er es denn nicht, Kitty? Aus einer Weile... Edward ist die ganze Sache etwas peinlich, weißt du? Er erwähnt es nicht gerne. Dann ist es sicher sein Daumen. Ja. Also das war bis jetzt die beste Show, wirklich, da war alles drin. Nackte Frauen, Zauberkünstler, wie fandest du das, als der Orang-Utan dir den Finger gezeigt hat? Oh ja, das war wirklich lustig. Entschuldige. Hallo? Hallo, Schatz. Oh, Dama, hallo. Hey, Dama. Du glaubst niemals, was für Fische wir hier fangen auf offener See. Ja. Greg, hör zu. Ich weiß, ihr seid in Las Vegas. Oh, sieh doch, Dad. Eine Bar. Oh, die werde ich gleich mal testen. Schatz, wie hast du das rausgefunden? Das ist unwichtig. Hör zu, Abby hat Harrys Geburtstagsparty verlegt auf Sonntag, also kannst du dabei sein. Dann hat sie inzwischen ihre Meinung geändert übers Angeln? Ach, weißt du, ihr seid nicht angeln. Nur für Kitty, aber auf keinen Fall für Abby. Für die seid ihr in Vegas und geht doch zu einem Arzt für Edward, zu seiner alljährlichen Darmspiegelung. Von der Kitty allerdings nichts wissen soll und du bist dort, um ihm sein Händchen zu halten, allerdings nicht während der Prozedur. Aber wenn du mit Larry reden solltest, dann seid ihr in Las Vegas und seht euch Nacktshows an, aber nur die Shows, in denen dicke, slawische Frauen mittanzen. Greg. Und bitte denk dir noch ein paar Showtitel aus. Mir ist nichts anderes eingefallen als die Mosskühe. Das bedeutet, du hast deine Meinung geändert, wenn es ums Lügen geht? Oh, ich versuche hier gerade deinen Hintern zu retten, Greg. Und den deines Dads auch. Ach, und apropos, starr nicht auf den Hintern deiner Mutter. Das werde ich versuchen. Ja. Ich liebe dich, mach's gut. Du auch. Hey, sieh dir das an. In der Show ist eine nackte Bauchrednerin. Damit hofft sie sicher, dass niemand sieht, dass sich ihre Lippen bewegen. Dankeschön. Gern geschehen. Ja, Abby, ich kann dir gar nicht sagen, wie froh ich bin, dass du dich wieder arrangiert hast mit Greg. Oh, weißt du, Kitty, ich hätte einfach nicht so reagieren sollen. Ich wusste ja nicht, wie wichtig für Edward dieser Angelausflug war. Das läuft doch gut. Nicht schlecht. Wo ist denn deine Großmutter? Die ist im Garten und raucht und isst ein Stück Fleisch. Wenn meine Mom fragt, ihr ging's nicht gut und sie hat sich etwas hingelegt. Ach. Hey, Ed. Hör mal, Ed. Ich finde das völlig in Ordnung, dass du mich nicht zu dem Angelausflug eingeladen hast. Ich meine, ich persönlich, ich stehe ja nicht so auf die Dicken. Och, du weißt nicht, was du verpasst. Sowas muss man sich ansehen. Wenn sie so schnappen, weil sie keine Luft mehr kriegen. Allerdings verschwinden einige, wenn sie deine Rute sehen. Du stehst echt auf sowas? Och, es gibt einfach nichts Befriedigenderes als ein Kampf mit so einem Monster. Ich hatte schon mal ein fast 300 Pfund schweres Teil erwischt, aber das ist mir weggeflutscht. Kämpfst du etwa mit dem? Ja, ich wünschte nur, es würde dabei nicht so spritzen. Die Vorstellung finde ich aber nicht sehr appetitlich, weißt du? Ja, früher konnte ich das auch nicht. Die ersten paar Mal habe ich den anderen Männern einfach nur dabei zugesehen. Wirklich? Ja. Der ist ja pervers. Edward, wie geht es dir denn? Besser und besser. Ich wollte dir nur sagen, ich weiß von dir und Gregory und eurer Reise nach Las Vegas. Ach, wirklich? Aber keine Sorge, ich hab's keinem erzählt und ich würde es auch nie Kitty sagen. Aber ich will, dass du weißt, dass ich das sehr gut finde und ich wünschte nur, jedermann würde das tun. Wirklich? Ich hab schon versucht, Larry zu überreden. Er sollte es tun. Ich meine, das sind 4 Tage, die er nie vergessen wird. 4 Tage?
Na, da unten gibt's viel zu sehen. Dad, ich glaube, Mutter braucht jetzt einen Drink. Oh. Sie haben ihm schwere Medikamente gegeben. Ja. Das wird nie funktionieren. Ach, ganz ruhig. Oh. Hey, Ed. Entschuldige, ich wollte gern noch was über eure Reise wissen. Hey, was ist denn? Hier sind noch ein paar Geschenke. Oh, cool. Ja, sehr schön. Setzt euch hin, wenn ihr wollt. Oder steht, wenn euch das etwas bequemer ist. Was hat das denn zu bedeuten? Ich habe nichts gesagt über die Veränderung an ihrem Blumengarten. Dein Blumengarten ist doch wunderschön, Kitty. Was hast du denn verändern lassen? Ach, sie lässt doch das Ding ständig verändern. Dabei guckt doch da sowieso niemand hin. Ich finde, das kostet nur Geld und taugt nichts. Am liebsten würde ich es zubetonieren lassen, damit wir darauf Tennis spielen können. Du willst jetzt, dass wir das also ständig tun? Und zwar den Rest unseres Lebens? Ja, das werden wir. Na gut, aber vergiss nicht. Ich wollte deiner Mutter von Anfang an nicht sagen, dass... Ja, bla, bla. Ist erst mal gut. Wo bist du denn gewesen? Ich habe deine Mutter zum Flughafen gebracht. Aber sie fliegt doch erst in 2 Tagen. Sie hat aber gesagt, dass sie früh genug da sein wollte. Hier, dass ich dafür sorge, dass der Hund nicht mehr wegläuft. Es war nett, sie kennenzulernen. Celia und Miguel sind wirklich sehr nette Nachbarn. Wir waren froh, dass sie das Haus gekauft haben von den Montgomerys. Die waren solche Snobs, nicht wahr? Ja, gut, das reicht jetzt. Leb wohl. Hey, Larry. Tu mir einen Gefallen. Setz dich auf die Couch und sieh, ob Flusen an deinen Sachen kleben. Deine Barbie hasst das. Ich hab die Couch schon entflust, Larry. Ich weiß, Schätzchen. Sie sieht sehr gut aus. Setz dich hin. Hör zu, ich will dich was fragen. Stell dir vor, Greg geht gar nicht zum Angeln. Oh, das sind ja gute Nachrichten. Du, wie würde Abby wohl reagieren, wenn sie wüsste, dass er in Vegas ist, um Nacktshows zu sehen? Wow, das könnte schwierig werden. Ja. Sie könnte sagen, dass es dabei um die Ausbeutung der weiblichen Körper durch Männer geht. Oder sie könnte sagen, dass Frauen durch solche Shows Kontrolle über ihre eigene Sexualität bekommen. Richtig. Also, was denkst du, was sie sagen würde? Keine Ahnung. Aber was sie auch sagt, sie wird auf jeden Fall ihren Standpunkt vertreten. Danke, Larry. Mann, da fahren die zwei also nach Vegas und laden mich nicht ein. Ich dachte, wir wären Freunde. Ich werde sie fragen, wenn sie zurückkommen. Nein. Tu das nicht. Weißt du, es ist nur das Edward. Edward und Greg ist das etwas peinlich, was sie da in Vegas tun. Stripper. Was ist denn Besonderes an Strippern? Naja, weißt du, das sind keine gewöhnlichen Stripper. Nein, Edward hat einen Fetisch. Was für ein Fetisch? Edward steht auf dicke Frauen. Was? Ja, dick und slawisch und... verstehst du? Mit einem Oberlippenbart. Oh, Vegas hat sich verändert. Ich bin fertig in der Küche, Larry. Wenn du alles noch mal kontrollieren willst. Oh, Schätzchen, ich finde, es sieht hier ganz toll aus. Oh. Ma wird es gefallen. Ich guck trotzdem mal nach. Hey, Abby, gute Neuigkeiten. Ich habe erfahren, Greg geht gar nicht zum Angeln. Nein? Nein, das ist nur eine Ausrede, die sie Kitty gegenüber benutzen. Oh. Ja, in Wirklichkeit fährt er mit Edward nämlich nach Las Vegas. Oh, Vegas? Wieso um alles in der Welt fahren die zwei denn nach Las Vegas? Sie fahren dorthin wegen der... der Ärzte. Oh. Der arme Edward. Es ist ein Spezialist. Oh. Wieso sagt er es denn nicht, Kitty? Aus einer Weile... Edward ist die ganze Sache etwas peinlich, weißt du? Er erwähnt es nicht gerne. Dann ist es sicher sein Daumen. Ja. Also das war bis jetzt die beste Show, wirklich. Da war alles drin. Nackte Frauen. Die Männer sagen, dass sie zum Angeln gehen. Aber in Wirklichkeit fahren sie nach Las Vegas zu den Nachtshows. Die sind in Vegas? Ja, und Mrs. Montgomery nutzt die Zeit inzwischen und lässt sich etwas verschönern. Diesmal ist ihr Po dran. Wirklich?
Ja, aber wenn Mrs. Montgomery wüsste, dass sie in Vegas sind, zu diesen Boom-Boom-Boom-Shows, wäre das bestimmt ein Problem. Und das wär's für die beiden, das wär's für sie. Und Miguel und ich hätten keinen Urlaub zu Hause mehr. Ey, mi amor, ich hab's vergessen, seit dem Umbau hier. Wo ist denn der Salon? Oben oder ist der unten? Momentito, mi amor. Ich hoffe wirklich, dass du verstehst, was ich sage. Ja, ich verspreche, dass ich dafür sorge, dass der Hund nicht mehr wegläuft. Es war nett, sie kennenzulernen. Celia und Miguel sind wirklich sehr nette Nachbarn. Wir waren froh, dass sie das Haus gekauft haben von den Montgomerys. Die waren solche Snobs, nicht wahr, Celia? Gut, das reicht jetzt, leb wohl. Hey, Larry. Tu mir einen Gefallen. Setz dich auf die Couch und sieh, ob Flusen an deinen Sachen kleben. Deine Barbie hasst das. Ich hab die Couch schon entflust, Larry. Ich weiß, Schätzchen. Sie sieht sehr gut aus. Setz dich hin. Hör zu, ich will dich was fragen. Stell dir vor, Greg geht gar nicht zum Angeln. Oh, das sind ja gute Nachrichten. Du, wie würde Abby wohl reagieren, wenn sie wüsste, dass er in Vegas ist, um Nacktshows zu sehen? Wow, das könnte schwierig werden. Ja. Sie könnte sagen, dass es dabei um die Ausbeutung der weiblichen Körper durch Männer geht. Oder sie könnte sagen, dass Frauen durch solche Shows Kontrolle über ihre eigene Sexualität bekommen. Richtig. Also was denkst du, was sie sagen würde? Keine Ahnung. Aber was sie auch sagt, sie wird auf jeden Fall ihren Standpunkt vertreten. Danke, Larry. Mann, da fahren die zwei also nach Vegas und laden mich nicht ein. Ich dachte, wir wären Freunde. Ich werde sie fragen, wenn sie zurückkommen. Nein, 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 nein. Tu das nicht. Weißt du, es ist nur das Edward. Edward und Greg ist das etwas peinlich, was sie da in Vegas tun. Stripper? Was ist denn Besonderes an Strippern? Naja, weißt du, das sind keine gewöhnlichen Stripper. Nein, Edward hat einen Fetisch. Was für ein Fetisch? Edward steht auf dicke Frauen. Was? Ja, dick und slawisch und... verstehst du? Mit einem Oberlippenbart. Oh, Vegas hat sich verändert. Ich bin fertig in der Küche, Larry. Wenn du alles noch mal kontrollieren willst. Oh, Schätzchen, ich finde, es sieht hier ganz toll aus. Oh. Ma wird es gefallen. Ich guck trotzdem mal nach. Hey, Abby, gut. Was ist denn los? Naja, wie du weißt, wird Greg morgen zum Angeln fahren. Ja, ich weiß. Das wird bestimmt Spaß machen. Ja, schon. Aber Abby hat ein Riesenproblem damit. Ja, allerdings. Ich weiß nicht, was ich tun soll, Larry. Ich meine, die Sache ist echt ernst für sie. Sie übermalt ihn gerade auf dem Wandbild im Badezimmer. Ich weiß. Aber noch hat sie ihn nicht rausgesägt aus unserem Totempfahl. Wird sie das Ganze je vergessen können? Natürlich wird sie das. Abby ist sehr verständnisvoll. Weißt du, früher hatte sie große Probleme mit meiner Mutter. Aber jetzt darf Bobby uns besuchen. Sie darf 3 Tage lang bleiben. Und sie darf sogar Fleisch essen. Das heißt, solange sie es nicht im Haus ist. Oh, verdammt. Der Wecker hat nicht geklingelt. Weil ich ihn abgestellt habe. Weil ich nicht will, dass du zum Angeln gehst. Wie hast du das geschafft, ohne dass ich aufgewacht bin? Die Tatsache, dass du schnarchst, erleichtert die Sache. Das ist mein Dad. Offensichtlich bist du nicht zum ersten Mal im Bett festgeklebt worden. Dama, ich werde jetzt angeln gehen. Na gut, aber lass mich dir vorher etwas vorlesen. Die Angler mit ihren leergeschossenen Angelruten fahren nach Hause. Die Fische, leblos und blutend, sind aufs Wagendach geschnallt. Die Jungen sind jetzt ohne Mütter, die sie säugen können. Hier geht es doch um Rehe. Du hast Reh ausgestrichen und Fisch hingeschrieben. Ich könnte nichts übers Angeln finden, aber es ist doch so ziemlich das Gleiche. Ich muss jetzt los. Ich rufe dich heute Abend an. Du wirst nicht gehen. Du wirst nicht gehen. Ist das etwa eine Sardelle? Werde ich jetzt mit Sardellen beworfen? Das sind Sardinen. Dama, du weißt doch, dass du dich völlig lächerlich verhältst.
Natürlich weiß ich, dass ich mich lächerlich verhalte, aber ich möchte einfach dafür sorgen, dass mein Mann und meine Mutter sich wieder im selben Zimmer aufhalten können. Verstehst du das? Oh, bitte, Greg, du kannst doch aufs Angeln verzichten. Du weißt, ich war derjenige, der deiner Mutter nichts davon erzählen wollte. Ja, ich weiß, ja. Okay, hör zu. Ich darf dir das eigentlich auf keinen Fall erzählen, aber die Wahrheit ist, mein Vater und ich gehen gar nicht Hochseeangeln, verstehst du? Was soll das bedeuten, ihr geht gar nicht Hochseeangeln? Wir fahren woanders hin. Wo fahrt ihr denn hin? Das kann ich dir nicht sagen. Das habe ich meinem Vater versprochen und ich darf dieses Versprechen nicht brechen. Aber ich kann es dir versichern und das kannst du auch deiner Mutter sagen. Ich gehe wirklich nicht angeln. Du musst mir einfach nur vertrauen. Vertraust du mir? Natürlich vertraue ich dir. Jetzt sag mir, wo du hinfährst. Unsere Freunde, die Guzmans. Hallo. Hallo. Das ist unsere Nachbarin Dharma. Sie sucht ihren Hund, aber er ist nicht hier. Wir werden ihr Bescheid sagen, wenn wir ihn sehen. Sie wohl. Sie? Ja. Miguel, wieso zeigst du jetzt nicht unseren Gästen deinen neuen Zigarrenschrank im Salon? Im Salon? Der dunkle Raum mit der Holztäfelung. Ah, sie. Celia, was ist denn hier los? Wo ist Kitty? Das darf ich dir nicht sagen. Celia, ich will doch nur wissen, wo Greg wirklich ist. Und wenn ich mit Kitty reden kann, dann werde ich das irgendwie herauskriegen. Mrs. Montgomery weiß von all dem nichts und sie darf es auch nie erfahren. Was meinst du damit? Also, die Sache ist so. Die Männer sagen, dass sie zum Angeln gehen. Aber in Wirklichkeit fahren sie nach Las Vegas zu den Nachos. Die sind in Vegas? Ja, und Mrs. Montgomery nutzt die Zeit inzwischen und lässt sich etwas verschönern. Diesmal ist ihr Po dran. Wirklich? Ja, aber wenn Mrs. Montgomery wüsste, dass sie in Vegas sind, zu diesen Boom-Boom-Boom-Shows, wäre das bestimmt ein Problem. Und das wär's für die beiden, das wär's für sie. Und Miguel und ich hätten keinen Urlaub zu Hause mehr. Hey, mi amor, ich hab's vergessen, seit dem Umbau hier. Wo ist denn der Salon? Oben oder ist er unten? Momentito, mi amor. Ich hoffe wirklich, dass du verstehst, was ich sage. Ja, ich verspreche, dass ich dafür sorge, dass der Hund nicht mehr wegläuft. Es war nett, sie kennenzulernen. Celia und Miguel sind wirklich sehr nette Nachbarn. Wir waren froh, dass sie das Haus gekauft haben von den Montgomerys. Die waren solche Snobs, nicht wahr, Celia? Gut, das reicht jetzt, leb wohl. Hey, Larry. Tu mir einen Gefallen. Setz dich auf die Couch und sieh, ob Flusen an deinen Sachen kleben. Deine Barbie hasst das. Ich hab die Couch schon entflust, Larry. Ich weiß, Schätzchen. Sie sieht sehr gut aus. Setz dich hin. Hör zu, ich will dich was fragen. Stell dir vor, Greg geht gar nicht zum Angeln. Oh, das sind ja gute Nachrichten. Du, wie würde Abby wohl reagieren, wenn sie wüsste, dass er in Vegas ist, um Nacktshows zu sehen? Wow, das könnte schwierig werden. Ja. Sie könnte sagen, dass es dabei um die Ausbeutung der weiblichen Körper durch Männer geht. Oder sie könnte sagen, dass Frauen durch solche Shows Kontrolle über ihre eigene Sexualität bekommen. Richtig. Also, was denkst du, was sie sagen würde? Keine Ahnung. Aber was sie auch sagt, sie wird auf jeden Fall ihren Standpunkt vertreten. Danke, Larry. Mann, da fahren die zwei also nach Vegas und laden mich nicht ein. Ich dachte, wir wären Freunde. Ich werde sie fragen, wenn sie zurückkommen. Nein, 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 nein. Tu das nicht. Weißt du, es ist nur das Edward. Edward und Greg ist das etwas peinlich, was sie da in Vegas tun. Stripper, was ist... Wenn du allein sein willst auf einem Boot, ist das gut, aber ihr müsst ja nicht angeln. Tut so, als wärt ihr beide Piraten. Oder Cousteau mit seinem Sohn auf der Calypso. Oder seht euch Wale an, es macht Spaß, sich Wale anzusehen. Dama, ich bin sicher, dass Abby das irgendwann vergessen wird. Abgesehen davon, wenn wir uns jetzt Wale ansehen, dann will meine Mutter auch mitkommen. Was? Ich habe ihr nur was erklärt, Dad. Mach das nie wieder, sonst kriege ich noch ein Herz, Kasper. Hey, Larry, hast du eine Minute? Natürlich, Püppchen. Ich mache nichts Besonderes. Gehst du mal bitte an den Werkzeugkasten und gibst mir das Knoblauchsalz? Klar. Was ist denn los? Naja, wie du weißt, wird Greg morgen zum Angeln fahren. Ja, ich weiß. Das wird bestimmt Spaß machen. Ja, schon. Aber Abby hat ein Riesenproblem damit. Ja, allerdings. Ich weiß nicht, was ich tun soll, Larry. Ich meine, die Sache ist echt ernst für sie. Sie übermalt ihn gerade auf dem Wandbild im Badezimmer. Ich weiß. Aber noch hat sie ihn nicht rausgesägt aus unserem Totempfahl.
Wird sie das Ganze je vergessen können? Natürlich wird sie das. Abby ist sehr verständnisvoll. Weißt du, früher hatte sie große Probleme mit meiner Mutter. Aber jetzt darf Bobby uns besuchen. Sie darf 3 Tage lang bleiben. Und sie darf sogar Fleisch essen. Das heißt, solange sie es nicht im Haus ist. Oh, verdammt. Der Wecker hat nicht geklingelt. Weil ich ihn abgestellt habe. Weil ich nicht will, dass du zum Angeln gehst. Wie hast du das geschafft, ohne dass ich aufgewacht bin? Die Tatsache, dass du schnarchst, erleichtert die Sache. Das ist mein Dad. Offensichtlich bist du nicht zum ersten Mal im Bett festgeklebt worden. Dama, ich werde jetzt angeln gehen. Na gut. Aber lass mich dir vorher etwas vorlesen. Die Angler mit ihren leergeschossenen Angelruten fahren nach Hause. Die Fische, leblos und blutend, sind aufs Wagendach geschnallt. Die Jungen sind jetzt ohne Mütter, die sie säugen können. Hier geht es doch um Rehe. Du hast Reh ausgestrichen und Fisch hingeschrieben. Ich könnte nichts übers Angeln finden, aber es ist doch so ziemlich das Gleiche. Ich muss jetzt los. Ich rufe dich heute Abend an. Du wirst nicht gehen! Du wirst nicht gehen! Ist das etwa eine Sardelle? Werde ich jetzt mit Sardellen beworfen? Das sind Sardinen! Dama, du weißt doch, dass du dich völlig lächerlich verhältst. Natürlich weiß ich, dass ich mich lächerlich verhalte, aber ich möchte einfach dafür sorgen, dass mein Mann und meine Mutter sich wieder im selben Zimmer aufhalten können. Verstehst du das? Oh, bitte, Greg, du kannst doch aufs Angeln verzichten. Du weißt, ich war derjenige, der deine...